schönen Morgen, ihr Lieben. Ich bin ganz happy. Seit drei Wochen ist es jetzt her, glaube ich, dass ich das letzte Video gemacht habe. Seit 3 Wochen hat es geregnet, also nicht durchgehend, aber immer dann, wenn ich gehen wollte, ich habe nur noch einmal in der Woche gerade Zeit zu laufen und immer, wenn ich laufen wollte, dann hat es geregnet, hat es geschifft oder sogar geschneit, das heißt so Schlackerschnee. Es war schweinekalt und heute ist seit langer Zeit, wie gesagt, der erste Tag, der so bombastisch werden soll. Warm, die Sonne scheint, könnt ihr noch nicht sehen. Es hat so um die 12 Grad, so ganz warm ist es noch nicht, aber es soll heute sehr warm werden. Und wir sind wieder, was für eine Freude, im Wald. Ja, auch viele, die jetzt sagen, ach du mit deinem Wald, ist halt nun mal mein liebster Aufenthaltsort, gerade beim Sondeln der Wald. Auch wenn man nicht so viele schöne Sachen findet wie auf dem Feld. Ich freue mich unglaublich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Meine beste Community im World Wide Web. Und ich hoffe auf schöne Funde, was man allerdings vorher nie sagen kann. Lasst uns überraschen, schauen wir mal. Ich bin guten Mutes, ich freue mich total. Und verliere mich schon wieder beim Sabbeln und deswegen ist nun Schluss und auf geht's bis zum allerersten Signal und da melde ich mich wieder, Freunde, bis gleich. Das erste Signal und da ist es drin und ich glaube, dass es sich um ein Besteckteil handelt. Schaut. Und Messer oder Löffel oder Gabel. Man kann es nicht sagen. Oh, ein abgebrochenes Messer. Schade, dass es kaputt ist. Aber egal. Oh, vom WMF. Gekennzeichnet Inox. Ja, ein kaputtes Messer von WMF Inox. Und mein erster Nachel. Mein erster Scheißenfund. Eine lange Stange. Naja, Stange. Ein Haken dran. Ziemlich verbogen das Teil. Da ist ein Loch. Auf alle Fälle wieder ein schweres drum Scheißen zum Mitschleppen. Hier der nächste Eisenfund. Und da haben wir ein Fragment einer Sichel. Kann man sehr schön erkennen. Die ging jetzt hier so rum. Hier war der Griff. Aber leider nur ein Fragment. Ja, kann man nichts machen. Gehört dazu. Ein Sichelfragment. Und hier ist das nächste Signal. Da steckt's drin. Da brüllt Pinny auf. Nee, das ist das Stativ. Auch nicht. Ist noch drin. Oh, da ist es, glaube ich. Hier. Ja. Und ich glaube, es handelt sich um einen Vogelring. Oh, ist das ein Matsch. Oder? Doch, ziemlich sicher ist das ein Vogelring. Ja, schaut, man kann Zahlen sehen. Ja gut, den mache ich nachher sauber und dann... Ihr werdet ihn ja eh gleich im Anschluss hier sehen. Und ich werde nachher sehen,
von wann der ist. Ein Vogelring, ring, ring. Ja, schaut, da düst mein Landwirt. Er, wie gesagt, salzt meines Erachtens, düngt den Acker. Ja, und ich habe schon wieder einen Fund gemacht und ich glaube, ich weiß auch schon, was es ist. Nämlich einer meiner runden Freunde. Ihr wisst schon, wen ich meine. Ring, ring. Schauen wir mal. Und, ja. Ein Eisenring. Ja. Auch mal wieder. Besser als ein Flaschendeckel. Und Aluminium, Scheiß. Bombensplitter halt, nehme ich mal an. Schrott. Pech mit Blech. Noch ein Nachel. Jeder dumme Säckel findet einen Aludeckel. So, und hier sitzt der nächste Fund. Und was ist das? Auf alle Fälle. Aha. Oh, ich denke, das ist eine eventuell eine Kuhmarke. Habe ich schon lange nicht mehr gefunden. Und wieder mal Müll vom Allerübelsten. So, Freunde, jetzt bin ich kurz auf den Acker gegangen. Und mein erster Fund auf dem Acker. Da-da-da-da. Eine Lupe. Nein. Natürlich nicht ein riesen Eisenring. Mit Griff. Kann man durchgucken. Schock, Schwernot und Hachel. Hier ist schon wieder ein Nachel. Ja, Freunde, und hier das nächste Signal. Ein 63er bis 70er bis 75. Da muss es irgendwie sein. Da tut er. Oh, ich glaub's nicht. Könnt ihr es sehen? Augenblick. Da. Da sitzt es drin. Zwei Münzen. Da ist eine. Und da ist auch eine. Das ist eine. Ein Rentenpfennig, 10 Rentenpfennig habe ich hier von 1924. Einmal, wo ist der andere jetzt? Hier. 5. Er sieht aber aus wie ein Zinker. Ja, ich glaube, das sind 5 Pfennig. Kann man vielleicht sogar sehen. Ja, Mensch, toll. Die ersten Münzen für heute. Da muss aber noch was drin sein. Yeah.
Ja, wo denn? Hallo, hallo? Hä? Da! Noch eine. Ja, man kann nichts drauf erkennen. Na, mal schauen, ob es noch mehr hat. Nee. Klasse. Da sitzt da drin der Fund und es handelt sich um einen Boden einer Patrone, und zwar einer Lefouché-Patrone, einer Stiftzünder-Patrone. So kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Eine Stiftzünder-Patrone. Und hier das nächste Signal und damit der nächste Fund, da sitzt es irgendwo drin, da ist es, oh, eine Messerklinge, würde ich sagen. Jetzt bin ich über 3 Stunden unterwegs, wir haben kaum schöne Funde gemacht, die Münze, weil das andere waren ja, ja, da konnte man ja nichts mehr sehen auf den Münzen. Und ich bin schon wieder echt am Ende. Ich will es nicht übertreiben und deswegen werde ich jetzt noch ein Signal graben, das nächste. Und da werde ich hier noch ein bisschen rumlaufen. Weiter oben steht das Auto. Und dann ansonsten sehen wir uns beim Outro. So wie immer, ist doch klar. Aha, hier. Hier ein 30er Signal. Das grabe ich jetzt trotzdem, auch wenn es Eisen ist. Hä? Eben war es da. Da ist es. Da hört man es. Da stelle ich jetzt die Kamera einfach mal so hin. Wo ich Stativ nicht ausgraben, nicht aufstellen. Oh Mann. Ich glaube ja jetzt alles nicht. Jetzt zum Schluss. Na, wo ist es? Ach, ich glaube es nicht, ehrlich. Oh, ich hab's in der Hand. Oh, da ist es. Schaut hier. Irgendein Ring. Ja, weißt du, Geier, ein Griffring oder keine Ahnung. Verchromt, keine Ahnung, keinen Schimmer. Naja, wird auf alle Fälle mitgenommen, auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Leider nur ein Stückchen Draht aus Aluminium. Ja, und hier das nächste Signal und diesmal ein richtig gutes. Ein 86er, 88er, also ziemlich klar.
Da muss es sein. Da ist noch drin. Oh, schaut mal, da ist es. Ja, Wahnsinn. Eine Uhr ist es. Ah, dann macht auch. Ja, natürlich. Dann macht es natürlich auch Sinn. Das Ringerl, was wir gefunden haben vorhin. Wow, schaut mal. Boah, mit viel Glück ist das sogar Silber. Aber hübsch versifft. Ich halte es nicht aus. Muster sieht man auch. Na, ich zeig's euch gleich. Ah, wenn ich sie sauber gemacht habe. Ja, Mensch, eine Taschenuhr. Sehr geil. Ich zeig's euch. Nach dem Saubermachen natürlich. Das war jetzt mit Sicherheit der letzte Fund und der war ja auch richtig gut. Aber jetzt mag ich nicht mehr, jetzt gehe ich zum Wagen. Dann putze ich den ganzen Kram. Und dann werde ich das Video schneiden und hoffen, dass ich es kommendes Wochenende auch noch einstellen kann. Wenn ich es zeitlich schaffe, sonst gibt es das nächste Woche. Aber ich glaube schon, dass ich das hinkriege. Freunde, toll. Wir sehen uns gleich noch beim Outro. So, liebe Freunde, wie immer, der Sonnengang ist vorbei. Irgendwann muss er ja mal vorbei sein. Ich war jetzt insgesamt über 4 Stunden unterwegs und bin wieder mal komplett am Ende. Irgendwie hat mich der letzte Winter einfach echt geschafft. Ich habe einfach nicht mehr die Kraft. Ich habe nicht mehr das Durchhaltevermögen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Von daher werde ich wohl nächste Zeit nicht mehr so oft sondeln. Aber wenn ich sondeln, dann nehme ich euch auf alle Fälle mit. Die Funde heute waren ja jetzt nicht so exzeptionell. Gut, doch, die Uhr war klasse, hey. Da freue ich mich total drüber. Da bin ich auch gespannt, wie die rauskommt beim Saubermachen. Ihr wisst ja jetzt schon, wie sie ausschaut. Habt ihr mir voraus? Ja, Freunde, wie gesagt, das war's. Ich hab's genossen mit jeder Faser meines Körpers, weil ich bin ja wirklich gern unterwegs und viel unterwegs die letzten Jahre gewesen. Ich hoffe, dass ich wieder so weit auf die Beine komme, dass ich länger unterwegs sein kann, wenngleich ich wirklich nicht meckern kann. 4 Stunden im Wald sondeln, das ist schon echt eine ganz gute Sache und wie gesagt, ich bin ja auch nicht mehr so jung. Nächstes Jahr gibt es eine runde Zahl beim Burzeltag und ja, in dem Alter, denke ich, bin ich ziemlich allein beim Sondeln.
Freunde, genug geblubbert. Ich wünsche euch eine schöne Woche mit hoffentlich schönem Wetter, obwohl die Wetternachrichten ja nicht so toll sind. Den Sondern wünsche ich schöne Funde. Ich und natürlich den Zusehern viel, viel Freude mit meinen Videos, aber auch mit den Videos der anderen Sondlern, denen ich hier jetzt auch nochmal schöne Funde wünsche. Ja, und wenn alles gut geht, sehen wir uns nächste, übernächste oder übernächste Woche wieder. Ich kann euch nur jetzt schon so viel sagen, ich werde auf alle Fälle noch ein- oder zweimal in die Gegend fahren, wo ich das letzte Mal war, wo das Flugzeug abgestürzt ist. Denn ich habe nachher rein noch erfahren, also das ist tatsächlich so, es muss ein Flugzeug abgestürzt sein dort. Und von daher möchte ich auf alle Fälle nochmal suchen und hoffe nicht nur Aluminiumschrott zu finden. Egal, es dauert noch ein bisschen, ein paar Wochen, aber ihr seid auf alle Fälle mit dabei. Bis dahin oder vielleicht früher, haut rein, lasst's krachen. Ich grüße euch, ich drücke euch die Daumen, ich knuffe euch und ich bedanke mich für eure Begleitung. Und ihr wisst ja, einen Daumen hoch und ein Abo, wenn ihr wollt, würde mich sehr freuen. Aber das muss jeder für sich selber ausmachen. Kosten tut's nichts und ihr seid dann immer dabei, wenn ich unterwegs bin. Haut rein! Tschüss, euer Sondlandi. Ciao.